So, wie wir sehen, und das größte Schlabbermaul des Hofes ist hier der Tequila. Muss ja natürlich alles mit seiner Nase ertasten, ne? Und herausfinden, weil wir wissen ja mittlerweile, der Tequila ist blind. Ja, und da muss er immer alles mit der Nase machen und mit seinen Öhrchen. Ne? Stimmt's, Tequila? Jo, so ist es. Ja, also ich schicke euch ganz, ganz viele Grüße vom Pferdehof, der Tequila sagt Servus und viel Spaß jetzt mit dem Video. Nom, 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 nom. So, hallo und herzlichst willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Und ja, jetzt ist es natürlich soweit, wir machen ja jede Woche einmal das Single-Orakel, ja, für die Singles, die da draußen alle ihr Unwesen treiben. Und da schauen wir immer mal in die nächste Woche rein, was passiert denn da so, wie sind denn da die Energien in der Single-Welt. Und da gucken wir mal, ja, in verschiedene Themen rein. Ja, also wir gucken als erstes mal, ja, was ist denn nächste Woche deine neue Chance in Sachen Partnerschaft, Wunschpartner. Dann schauen wir natürlich mal rein, welche Signale sendest du denn aus? Dann gucken wir mal, ja, was bringt dir denn die Liebe dann überhaupt nächste Woche? Wie sind da deine Chancen? Dann schauen wir aber natürlich auch mal in die Karten, ja, was führt dich denn in die Irre? Und ja, was ist denn so der falsche Weg? Dann schauen wir mal natürlich rein, ja, was ist denn der richtige Weg? Dann gucken wir natürlich noch, was erfordert Mut, auch immer ganz wichtig. Und dann schauen wir mal, ob wir noch eine Ergebniskarte bekommen, die uns dann auch gefällt. Also, ich fange jetzt einfach mal an mit Legen und dann schauen wir mal, ja, was ist denn nächste Woche deine neue Chance? Meine Chance für meinen Teppich ist immer eine Karte. Okay, ja, da haben wir ja jetzt schon die Fische bekommen. Also ganz, ganz toll die Karte in Liebesfragen, die Fische, Partnerschaft, ja, Partnerschaftskarte. Hier geht es also ganz einfach darum, dass deine neue Chance nächste Woche tatsächlich jetzt eine Beziehung sein könnte oder dass du ja, es mit einer Beziehung probierst. Ja? So, nächste Karte, wo wir schauen, ist natürlich, ja, welche Signale sendest du denn überhaupt aus? Und da haben wir jetzt das Labyrinth bekommen. Das Labyrinth, ja gut, da ist es vielleicht so, dass du die Signale aussendest, dass du ja noch gerade noch gar nicht weißt, wo dein Weg überhaupt hingeht. Also ziellos in dem Sinne, dass du jetzt schon weißt, wer dein Auserwählter sein soll. Vielleicht bist du noch so ein bisschen unentschlossen. Vielleicht gibt es ja mehrere Kandidaten bei dir, wo du sagst, ja, der ist gut, der nicht, aber dann ist der vielleicht da besser. Also hier noch so ein bisschen die Unentschlossenheit. Was du eigentlich, welchen Weg du eigentlich gehen möchtest. Ja. Aber die Partnerschaftskarte liegt schon da bei der neuen Chance, das ist ja immer klasse. Und jetzt schauen wir natürlich mal rein, was bringt dir denn die Liebe nächste Woche? Und da ist auch schon die Karte gefallen. Der Berg, okay, also das ist natürlich jetzt eine Karte, wo man sagen muss, da kann es schon ein bisschen schwierig werden. Ja, also für dich selbst schwierig, wenn du versuchst, dein Ziel zu finden. Wenn du dich jetzt entscheiden musst, ja, wer ist denn jetzt der Wunschpartner, wen nehme ich denn da? Also kann dir die Liebe nächste Woche durchaus auch etwas Kopfzerbrechen bringen. Oder du siehst dich vor einer Hürde, wo es einfach vielleicht um räumliche Trennung geht. Ist er zu weit weg oder ist er noch nicht frei? Also da kann es natürlich sein, dass es jetzt so ist, dass man sagt, okay, da könnte es ein bisschen schwierig werden. Aber egal, die Liebe ist ja kein leichtes Spiel, da gibt es ja sogar ein Lied. Und wir wollen mal weiterschauen, jetzt ziehen wir mal zwei Karten und gucken, ja, was führt dich denn so ein bisschen in die Irre nächste Woche? Oder was ist denn auch der falsche Weg? Dann schauen wir mal, was wir da für Karten bekommen. So, okay, okay, okay. Aha,
Du sollst also nicht so unsicher sein. Also hier ist es natürlich, dann macht es jetzt hier oben auch Sinn, wenn du dich immer in die Unsicherheit begibst, wenn es um einen Partner geht, vielleicht so ein bisschen am Zweifeln bist, taugt dir was, ja, nehme ich ihn lieber doch nicht oder ziehe ich mich zurück, weil ich mir vielleicht was kaputt gedacht habe schon am Anfang. Da ist der Berg jetzt vielleicht tatsächlich sinnvoll, dann bringt dir die Liebe das auch. Aber hier sehen wir ganz klar die beiden Karten. Was ist der falsche Weg? Was führt dich so ein bisschen in die Irre? Da sind jetzt die Würfel gefallen und die stehen ja natürlich für Unsicherheit. Ja, die Sense zeigt da drauf. Das heißt also nichts anderes wie: Hör auf, unsicher zu sein. Hör auf, so viel zu grübeln. Hör auf, so viel nachzudenken. Weil ich sage es ja immer wieder: Es gibt Menschen, die denken sich alles schon vor einer Beziehung einfach kaputt. Die zerdenken sich das dann schon förmlich vorher und haben der Beziehung dann noch nicht mal eine Chance gegeben, dass das vielleicht was werden könnte. Also hier, was führt dich in die Irre? Nicht so viel Zweifel. Zweifel, nicht so viel denken. Der Berg wird dann wahrscheinlich auch verschwinden, wenn du das mal beherzigst. Und wir schauen jetzt auf jeden Fall mal weiter in die Karten. Was ist denn der richtige Weg? Ah, okay, und da haben wir es schon. Also hier der Stern an der Stelle, eine schöne Karte, das heißt ja die Fülle, die Klarheit, die Spiritualität, also da ist von allem, was es gibt, genug da. Das ist für dich der richtige Weg, dich zu öffnen, ja, etwas zuzulassen, zu sagen, ich bin mir eigentlich im Klaren darüber, dass ich das mal versuchen kann, dass ich das mal probiere mit diesem Partner, dass da was vorangeht und hier die Fülle, auf jeden Fall der richtige Weg, einfach mal was zuzulassen und zu sagen, ich zerdenke mir das jetzt im Vorfeld erstmal nicht, ja, sondern ich lasse es einfach mal zu und genieße das auch, dieses Kennenlernen, diese Kennenlernphase, da möchte ich reinwachsen. Das ist ja auch etwas Schönes, wenn man das so ein bisschen genießen kann und die Beziehung langsam anfangen lässt, weil ja, wenn was langsam anfängt, dann ist das natürlich auch schön, weil dann hat man auch so das Gefühl, dass man den Partner ja ein bisschen besser kennenlernen kann, ne? Nicht einfach kennenlernen, zusammen sein und dann feststellen, oh, der taugt ja gar nichts, sondern einfach der Sache so ein bisschen Zeit geben und in der Klarheit bleiben, dass man das einfach miteinander versuchen möchte. So, jetzt schauen wir natürlich auch mal weiter in die Karten. Was erfordert denn Mut? Nee, das hat man schon. Jetzt kommt doch. Jetzt kommt die Karte, was erfordert den Mut? Das ist natürlich auch immer eine interessante Karte, weil man dann schauen kann, ja, wie kann ich mich denn vielleicht anders verhalten? Wie kann ich mich denn vielleicht besser nähern? Und dann haben wir jetzt auch schon eine Karte bekommen. Was erfordert Mut? Das sind die Wege gefallen. Also die Wege, da geht es ja immer um eine Entscheidung. Ja, also das macht jetzt hier oben auch Sinn, dieses bisschen dieses Verlorensein, sich selber schwer machen, hier in der Unsicherheit immer zu sein. Es erfordert für dich einfach nächste Woche oder wenn der Wunschpartner dann kommt, Mut. Zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Weg. Ja, ich bin mir sicher, dass ich diesen Weg gehe. Es kann auch etwas länger dauern, bis man sich mal näher kommt. Ja, es kann auch ja, mal holprig werden. Dafür haben wir ja wahrscheinlich oben jetzt auch den Berg bekommen. Also hier, was erfordert für dich Mut? Tatsächlich, ja, sich für einen Weg zu entscheiden, einen Weg zu gehen und dann halt auch daran festzuhalten. Das ist ja auch ganz wichtig, ne, da dass man wieder ins Zweifeln kommt oder dann geht es wieder los mit dem Denken. Und das wollen wir ja alle nicht. Wenn man sich entscheidet, dann richtig. So, die Ergebniskarte. Hier der Bär, auch also eine schöne Karte, weil der Bär, der steht ja für Kraft. Der steht für Stärke. Das ist eine männliche Energie. Der Bär, der steht hier für, ja, dafür, dass du dann tatsächlich auch verdienst, was du möchtest, dass du hier diesen Zweifel weglässt, dass du dich nicht zerdenkst, dass du dir nicht selbst einen Berg erschaffst, ja, dass du aus dem Labyrinth herauskommst. Es wartet auf dich hier eine Beziehung. Da liegen ja die Fische. Das ist ja deine neue Chance. Sei also hier in der Klarheit darüber, was du willst, was du brauchst, was du machst.
machst, geh deinen Weg auf jeden Fall so, dass es dir passt und bleib dann auch dabei, weil die Ergebniskarte hier ist der Bär und das ist ja eine starke männliche Person, die dir dann am Ende des Tages winkt. Na? Also, was für eine schöne Single-Legung. Hat mich jetzt sehr gefreut. Ich hoffe, ihr hört auf eure Zeichen, weil das müsst ihr ja auch machen, wenn ihr Readings anschaut. Auch immer ganz wichtig, auf die Zeichen zu achten, dass dann hier und da mal auch was aufgefangen werden kann oder empfangen werden kann, was dich dann auch auf diesen richtigen Weg bringt. Und vor allem hier auch gucken, dass man sich nicht Dinge im Vorfeld schon zerdenkt, sich selber Hürden schafft oder Probleme schafft und dann hier ja, eine schöne Ergebniskarte hat. Weil da ist ein starker Mann im Deck. Na, den wünsche ich euch auch allen. Die Männer, sehen Sie mir bitte nach, wenn ihr euch das dann umdreht, dann ist der Bär die starke Frau. In dem Fall kann man das natürlich auch immer sehr gut umdrehen, weil mir die Frage immer öfters gestellt wird. Okay, ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir gern wie immer mit einem Daumen rauf. Abonniert gern den Kanal. Besucht mich gern auf meiner Homepage angel-readings.de. Für ein persönliches Reading kannst du dort direkt buchen. Dann setze ich mich gleich mit dir in Verbindung. Oder du schreibst mir eine WhatsApp oder eine E-Mail. Steht alles unten in der Infobox vom Video oder auf der Homepage. Dann berate ich dich natürlich vorher gerne. Und ansonsten würde ich sagen, ja, bleib gesund, bleib positiv und wir sehen uns ja dann beim nächsten Video.